Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Ark Genesis. Liebe Leute, ich will mal einen meiner Zuschauer grüßen, nämlich den Lukas, der ist 5 Jahre alt und er liebt Dinos und guckt ganz fleißig meine Let's Plays. Hallo Lukas, ich find's gut, dass du hier mal reinguckst und mitfieberst und vielen Dank für deine Tipps, weil Lukas hat nämlich gemeint, dass die Wolli Dinos gar keine Eier legen. Und ja, ohne ihn hätte ich das nicht gewusst. Vielen Dank nochmal an der Stelle. So, jetzt geht's weiter. Wir lassen das mal hier so stehen, dieses Mammut. Es ist ein 210er. Das ist so geil. Und genau, es kam ein Tipp von Wutknubbel, von Goldbein. Er hat geschrieben, dass hier oben tatsächlich Obsidian ist. Das wollen wir doch mal glatt überprüfen. Ich habe alle... Oh. Verhungern. Was bist denn du hier? Was bist denn du? Ein 55er. 55er ist voll langweilig. Wartet mal. Dann nehme ich mir doch mal lieber einen Begleiter mit. Nicht, dass man hier jetzt gnadenlos aufs Maul bekommen. Oh, was haben wir da? Ein 130er Deerbär. Leute, den holen wir uns. Den holen wir uns. Den möchte ich haben. So, passt auf. Haben wir noch das Zeug einstecken? Ja, haben wir. Hoffen wir mal, dass der da nicht durchkommt. Also, ihr habt geschrieben, das Gewehr macht wohl weniger Schaden als die Armbrust, aber Torpor baut es mir trotzdem mehr auf. Das ist gut zu wissen. Dann holen wir uns jetzt den Deerbär. Ein 130er ist doch super. So, wir gucken mal ganz kurz rein. Können wir denn mittlerweile mehr Muni machen? Das überprüfen wir gleich mal. Hier sind 55 Eisenbahnen. Und hier sind 63. Super. So, wartet. Das mussten wir hier drinnen machen, ne? Zack, rüber damit. Munition. Wie viel kannst du machen? 53. Ja, super. Den Rest machen wir dann halt mit der Armbrust. Läuft doch ganz gut. So, wie sieht's hier eigentlich aus? Ist hier irgendwas in der Mache? Da bräuchten wir nochmal Narkobären. Haben wir gerade nicht da. So. Schießpulver. Was ist hier eigentlich los? Ich würde auch mal jetzt in den nächsten Folgen vielleicht diese Wand hier mal absichern, dass hier nichts mehr so durchgerannt kommt von Gegnern. Dass wir nur noch hier die offene Fläche haben, ne? Und hier bauen wir dann so ein großes, so ein Riesentor rein. So habe ich mir das gedacht. Dass es hier keinen Stress mehr von der Seite gibt, ne? So, einmal streicheln. So, du kommst mal mit. Oh, wer hat hier gekackt? Warte mal. Auf Folgen. Komm du mal mit hier raus. Kommst du? Bist hier in der Ecke hängen geblieben, ne? Macht ja nichts. Komm mal, Pupsi-Frau. Komm mal mit. Komm mit. Komm mal hier raus. Oh, ich sehe gar nichts. So, noch einen Schritt, noch einen Schritt. Und dann bitte hier rüber. Geht das? Ja. Weil die haben ja nur eine gewisse Range, dass die meine Dinos aufleveln können. Deswegen setzen wir die jetzt hier raus. Seht ihr? Und jetzt kriegen nämlich die auch noch alle ein bisschen ein Plus. Was ist denn hier eigentlich mit diesen Zebras los? Habt ihr eine Macke? So, wir packen uns jetzt die Munition ein. 58 Schuss, super. So. Und jetzt müssen wir schauen. Eigentlich kann man dich reiten, Harald. Nee, du brauchst einen Sattel. Das kriegen wir aber hin. Geh mal auf Gesundheit. Nee, geh mal auf Bewegungsgeschwindigkeit. So. Mega Lucerus. Da gucken wir mal rein. Der Mega-Sattel. Da ist er. Freischalten.
Jetzt müssen wir schauen, wo baut man den? Hier oder in der Werkbank? Mal Sattel ein. Nee, dann in der Werkbank. Den bauen wir noch, jetzt noch schnell. Weil der Bär ist schnell. Ach so. Ja, Problem ist aber auch ein bisschen. Ach Mist. Dass der Hirscher dann da drinnen hängt. Dass der dann wahrscheinlich kaputt gemacht wird. Dann müssen wir es so hinbekommen. Dann müssen wir es irgendwie so hinbekommen. Humpelt der ein bisschen? Sieht aus, als ob der humpelt. So, wo ist er jetzt? Ach so. Wartet mal. Ich schalte mal meine Tiere schnell auf passiv. Nicht, dass hier irgendwas schief geht. So, ihr seid jetzt mal alle passiv, bitte. Das müsste theoretisch F8 sein. Sag ich mal her. Passiv, genau. Super. Oh, es wird dunkel. Naja, dann bauen wir uns dann, während wir zähmen, Lagerfeuer auf. Ist ja alles kein Problem. Der humpelt ein bisschen, habe ich das Gefühl. So. Jetzt müssen wir den Bär finden. Wo ist er? Wo ist er hin? Da ist er, ne? Jetzt komme ich wieder vom eigentlichen Weg ab. 130er, genau, dich will ich. Schießen. Getroffen ist. Und renn, 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 Beutel. Renn! Was machst denn du? Hör mal auf, jetzt nachzuladen in so einer Situation. So, drück mal K, ob er dir auch wirklich folgt. Nee, bisher nicht. Dann gehen wir nochmal gucken. Was ist denn der jetzt? Da ist er, ne? Ja. Kommt der jetzt hier hoch? Ne, der kann nicht, ne? Dann machen wir halt... Oh, daneben. Dann machen wir halt hier platt. Ne, so wird das nicht. Mist. Hab ich Lagerfeuer einstecken? Ne, mir ist nämlich kalt. Es kann sein, dass wir uns mal schnell Lagerfeuer holen müssen, Leute. Sonst wird das ja nicht. Der hängt ja dort unten ganz gut fest. 8000. Passt auf, ich hol mir mal schnell Lagerfeuer. Das wird sonst hier nicht. Das geht sonst schief. Nützt ja nichts, wenn wir den Bär haben, wenn wir dabei erfrieren, ne? Okay. Aber ist ja alles kein Problem. Die Frage ist, wo hatte ich denn die Lagerfeuer? Hatte ich die in irgendeinem Tier? Oder hatte ich die hier in der Werkbank? Hier, drei Stück. Nimmst du mit. Und ein bisschen Holz. Ein bisschen. Stapel teilen, mach mal Menge. Okay. Müssen wir halt nochmal von vorne anfangen jetzt. Ist aber kein Problem, ne? Was ist denn? Dann ist doch was, Mensch. Ich muss mir mal hier unbedingt Standfackeln hinbauen. Damit ich sehe, wo das ist. Das machen wir gleich. Kann ich denn von hier aus das pullen? Ach ja, die habe ich wahrscheinlich nach dem Update. Müsste ich die nochmal freischalten. Standfackel. Okay, mach das weg. Geht gleich weiter, Leute. Geht gleich weiter. Den Bär, den will ich mir nicht entgehen lassen. So, genau. Kannst du das pullen? Nee. Dann müssen wir ein Stück zurück. Ein Hin und Her. Aber naja.
gehen mal ganz kurz ans Lagerfeuer, während wir die bauen. Hier an die Schmieden. Können wir ein bisschen ins Wärmen. So, dann bau mal 4 Stück, würde ich sagen. Wo waren sie jetzt? Na, bin ich doof? Hier. 4 Stück. Genau. Und die stellen wir dann dort auf, damit ich immer den Weg finde. Das nervt nämlich ein bisschen, dass ich nie den Weg finde. So, Leute. Also, einmal hier hin. Change Settings. Das hier auf. Update dann und anmachen. Genau. Und die zweite setzen wir hier hin. Change Settings. Zack, zack, zack und zack. Und dann machen wir uns hier noch welche hin, dass wir wissen, ah, hier geht's runter. So, wo ist der Bär? Ist nicht in Sicht, sehr gut. Und die letzte hier hin. Update, dann läuft. Cool. So. Jetzt ganz kurz gucken, bist du noch hier unten, Bär? Ja, er ist noch hier unten. Das heißt, wir schießen einmal ganz kurz, dass er nicht dort hoch rennt jetzt. Dann setzen wir uns hier Lagerfeuer hin. Knallen da mal Gabel teilen, halbieren. So, gut. Dann setzen wir uns hier noch eins hin. Hauptsache, der backt nicht irgendwie hoch. Das wäre fatal. So, wo bist denn? Wo bist denn, mein Guter? Da hinten. Ja, wo der letztendlich dann ist, ist ja scheißegal. Kurz aufwärmen. Ja, sieht gut aus, Leute. Ah, er ist an der Kante hängen geblieben. So, ganz kurz schauen. Ja, geht gut hoch. Geht gut hoch, Leute. Kann ja hier auch nicht weg, ne? Hier sind auch keine weiteren Gefahren, das ist gut. Aber so ein Bär ist geil, der kann nämlich übelst schnell rennen. Oh oh. Oh oh. Das sollte jetzt nicht passieren. Deswegen ist halt so ein Zähmkäfig geil, ne? Aber er kommt zurück. Ah, daneben. Kurz schauen. Ah, läuft gut. Läuft doch gut. Ja, daneben. Bleib stehen. Hauptsache, uns greift es hier nicht von hinten an. Ich habe ja immer so ein bisschen Angst bei Ark. Da passieren ja immer Dinge, mit denen man einfach nicht rechnet.
Komm mal her, du Blödbär. Genau, solche Dinge zum Beispiel. Oder sowas. Nein, wieso ist denn er jetzt nicht mitgekommen? Hä, wo ist denn der? Wo ist denn der jetzt? Du bist es nicht, ne. Ach, dort. Renn nicht weg, renn doch zu mir. Du Blödmann. Er will nicht zu mir rennen. Wie weit ist er denn? Wir gucken mal ganz kurz. Die Hälfte, ne? Ist natürlich blöd, weil wir jetzt hier wieder frieren. Die greift aber auch nicht an, ne? Ja, renn doch hier rein. Komm hier hochgerannt zu mir. Au. Ja, so nicht. Du Blödmann. Genau, renn jetzt da hoch. Ist das ein Blödmann? Jetzt. Jetzt. Komm doch hierher, Mann. Ich muss mich mal ganz kurz aufwärmen. Mist. Meine Gesundheit ist nämlich im Keller. Ganz kurz. Wir müssen dann auch mal zusehen, dass wir mal Heilmittel machen oder so. Ach, das läuft gerade wieder nicht nach Plan, aber so ist arg, ne? Das läuft irgendwie nie nach Plan. Nimm mal deinen Schwanz weg hier. So, wo ist denn der jetzt schon wieder? Beschissen. Er ist weg. Wo ist denn der? Kriegen wir nie den Torpor aufgebaut von ihm. Ist er hier runtergerannt? Nee. Leute, ich finde ihn nicht. Oh, da ist er. Okay, jetzt hängt er fest. Ist das ein Blödmann, ey. So, wir gucken mal ganz kurz. Oh ja, der ist fast soweit. Oh, 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 schnell. Hör auf nachzuladen. Mann, ey. Ständig hat er irgendwas. Wo ist er denn jetzt? Oh, ist er jetzt bis ganz darunter gerannt oder was? Mach kein Quatsch, Bär.
Ja, tatsächlich, da rennt er. Au! Mann, hau doch ab! Boah, ey. Es ist arg, da geht immer was schief, Leute. Was ist denn mit dir los? Du Blödmann. So, Mission Bär, wie sieht's aus? Ich krieg ja die Krise. Problem ist, wir haben jetzt nur noch einen Schuss. Wir müssen mal jetzt auf die Armbrust gehen. Die macht jetzt zwar nicht so viel Torpor. Und das andere Problem ist... Oh oh. Rennen, Beutel! Dass der dann hier unten liegt, ne? Oh, ist das ein Unterfangen schon wieder? Leute. Das läuft alles schief. Weil der nicht in den Zähmkäfig... Ah. Wollte. Ich treffe ihn nicht. Okay, dauert nicht mehr lange. Problem ist, hier unten kommen ja dann auch irgendwelche Gegner meistens. Was ist er denn jetzt? Na, geh doch mal weg, du blödes Zebra. Genau, renn wieder da hoch. Oder kipp einfach um. Hab noch mal getroffen. Super. Nicht, bitte nicht dorthin. Das sind so viele Gegner. Oh nee, ist der scheiße. Ich glaube, wir müssen das hier abbrechen. Ich habe jetzt auch kein Fleisch mit. Ich müsste ja dann... Nee, das wird nicht, Leute. Ach, ist das ärgerlich, ey. Ich krieg den hier nicht. Komm jetzt her. Wie weit ist er? Eigentlich müsste er jeden Moment sich hinlegen. Jetzt liegt er. So Leute, jetzt ganz schnell Fleisch holen von oben. Oh, wenn er Fleisch isst. Ich nehme mal lieber noch Mio-Bären mit. Habe ich zufällig was einstecken? Nee. Fleisch holen, schnell runterreiten. Wir nehmen einen Wolli am besten. Ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Naja, was soll's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja ein ewiger Weg. Das lief echt nicht gut. Aber so ist das manchmal bei Ark. Man kann es sich nicht aussuchen. Komm, mach doch mal hin. Hab ich zur Not Mio-Bären einstecken? Nee, ne? Was dauert das? Oh, leck mich, du Mikroraptor. So, ihr geht alle wieder auf... Auf neutral. Okay, wartet. Schnell Fleisch geholt. Geh mal weg hier. So, hier haben wir das Fleisch. Und... Oh, hier wird geschissen ohne Ende. Wir nehmen mal lieber noch Mios mit. Stapel teilen, halbieren, genau. So, und welches Tier nehmen wir? Wo ist denn der Wolli? Der andere. Hier.
Komm her. Rückwärtsgang. Geht das? Eieieiei. Ausparken in 3 Zügen. So, hoffen wir mal, dass der Bär noch nicht aufgewacht ist. Hopp, hopp, hopp. Ach ja, stimmt, das hab ich vergessen. Die Wallys, die haben immer nicht viel Ausdauer. Nee. Komm. Dass aber auch immer so viel schief laufen muss bei Ark. Oh, jetzt drohe ich auch noch zu verdursten. Habe ich irgendwas einstecken? Ja, zum Glück. Da liegt er. Wie geht's ihm? So, mal ganz kurz schauen. Fleisch? Isst du Fleisch? Oh, das ging aber schnell. Ja, ich habe die Zähmung halt ziemlich hochgestellt. Aber dass es so hoch geht, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Der würde jetzt wie viel plus machen? Plus 57 Level. Das wäre dann 187er. Geil. Das freut mich. Oh, Leute, eine spannende Folge schon wieder. Ganz schön viel Chaos drin. Wie nennen wir den? Wir nennen ihn einfach Balu. Annehmen. Kann man dich auch so reiten? Ne, du brauchst einen Sattel, ne? Alles klar. Dann komm mit. Du auch. Ja, cool. Haben wir endlich einen coolen Bären? Was bist du eigentlich? Bist du ein Weibel? Jo, ein Weibchen. 187er Level. Das gefällt mir gut. Was hast denn du für Level? Von den Typen müsste ich auch mal noch welche. 15er. Nee, nee, nee. Und die Bären sind halt richtig schnelle Reittiere. Ne? Die gehen völlig ab. Wir rüsten dann mal in der nächsten Folge noch einen Sattel aus. Und da zeige ich euch das mal, wie die abgehen. Saugeil. Naja. Ein bisschen Chaos heute drin, aber wir haben es letztendlich geschafft. Seid ihr alle dabei? Ja. Ach, die machen jetzt diesen Mikroraptorblatt. Bitte macht das. Der geht mir ja schon die ganze Zeit auf den Sack. Ja, kommst du? Hängst du fest? Was ist denn los? Hast du dich festgefahren? Jetzt bist du auf einmal frei. Du machst mich fertig. Okay. Pack mal das Fernglas weg. Das macht mich nervös, wenn da irgendwelche Zahlen immer auftauchen. Ach so, liebe Leute. Das habe ich ganz vergessen zu sagen. Jetzt kriegen es natürlich die Leute gar nicht mit, die nicht bis zum Schluss gucken. Aber ich schaff's momentan nicht, dadurch, dass unsere Tochter keinen Mittagsschlaf mehr macht, tatsächlich 5-mal in der Woche Ark zu bringen. Ich werde das jetzt erstmal vorerst auf 3-mal die Woche reduzieren. Also Montag, Mittwoch, Freitag, so wie es ursprünglich mal war. So. Und, genau. Nehmt mir es nicht übel, aber momentan ist es irgendwie nicht drinne, dass ich da mehr machen kann. Und genau, wir sehen uns dann quasi in der Mittwochsfolge wieder. Vielen Dank fürs Reingucken und ja, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao, ciao.